Hallo und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015. Immer noch? Ja, war LS15? Nee, Quatsch. LS17 wollte ich sagen. LS17 ist natürlich noch nicht raus, dauert noch, ne? Man kommt am 25. Oktober. Dauert noch ein Weilchen und deswegen, da geht's natürlich weiter hier mit LS15. Erstmal noch. So. Ja, ich habe schon mal weitergemacht auf Feld Nummer 6. Und zwar war der Raps ja schon reif zum Ernten. Und wie man sehen kann, habe ich schon mal das halbe Feld sozusagen, ein bisschen mehr als das halbe Feld. Ja, das Feld ist fast fertig geerntet. Ungefähr, boah, ist denn das hier ein Viertel oder so, ist noch nach. Okay, ein bisschen mehr als ein Dreiviertel so. Ja, so. Ich will mal weitermachen hier. Rohr erstmal einfahren, brauchen wir nicht. Oh, dann gib mal Gas. Schöne New Holland TC. Was ist das? TCS? Ne, TC5. 590, ja. Ich kenne mich ja nicht so aus mit dem Maschine. Oh, das ist gleich wieder beim Ende hier. Versuch's immer so eine solche geraden Bahn hinzubekommen. Ich habe noch nicht so eine Mod, habe ich noch nicht drin gehabt. Wie heißt sie nochmal die Mod? Oh, lass mich nicht lügen. Ist das Auto Combine oder wie die sich nennt? Habe ich noch nie benutzt. Noch nie benutzt. Da fährt man ja punktgenau die Bahn ab, ne? Da muss man nicht immer so ein, also gegenlenken. Das stellt man einmal ein. Drückt einen Knopf und dann fällt er, er fährt den Punkt genau die Bahnen ab. Ist das Autocombine? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir gerne mal beantworten, die LS-Profis unter euch, die vielleicht hier zufällig bei mir auch einschalten oder selber LS15 spielen und die Mod vielleicht selber benutzen. Vielleicht erzähle ich auch Blödsinn, weil vielleicht ist Autocombine ganz was anderes. Oder war die Autocombine so eine Mod für den Abfahrer, also der Helfer, der dann, sagen wir mal, zum Silo fährt, abladet und dann wiederkommt? Oder war dafür vielleicht Autocombine? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. So, wie man schön hören kann, im Hintergrund natürlich wieder schön Musik. Wir können auch mal die Innenansicht machen, einschalten. Ach, das waren dann Nummer 10, ne? Ja. Der Raps, der füllt sich. 30% haben wir schon drin. Wäre jetzt natürlich schön interessant, nicht nur interessant, auch sehr gut, wenn jetzt ein Rapsangebot kommen würde. Dass ich am besten gleich das Raps, was abgeerntet wird, gleich verkaufen kann. Aber ich werde das erstmal einlagern. Und dann so lange warten, bis ein Angebot kommt. Auch nicht, wäre pleite. Aber noch habe ich ja 22.000 paar Zocketscher auf dem Konto. Der Drescher ist aber auch schon ordentlich dreckig, ne? Aber so ist er eben. Ah, ich komme zu weit nach links. Ich muss weiter rechts rüber.
Aber ich muss gerade mal... Sorry. Der Raps, der kratzt mir in den Hals. Ich muss gerade mal husten, sorry. Oh. Das war der falsche Knopf. So, und sonst so bei euch, spielt ihr auch noch fleißig LS15? Oder mittlerweile doch nicht mehr? Wartet ihr vielleicht fleißig auf dem LS17, ne? Weil gibt's ja echt schon einige Leute, die haben schon LS15 sozusagen von ihrer Platte gelöscht. Privat kenne ich da auch schon welche, also ein, zwei Leute im privaten Umfeld. Die haben echt gesagt, warum sollen wir noch weiter LS15 spielen? Es kommt ja bald LS17, also... Nö, also ich spiele das noch weiter. Ich werde ja sowieso erstmal abwarten. Und bei anderen YouTubern reinschauen. Wie das Gameplay nachher so sein wird von LS17. Also ich werde da nicht sofort zuschlagen. Ich habe auch noch keine Vorbestellung oder so gemacht. Ich denke mal, viele von euch haben bestimmt schon LS17 vorbestellt, aber wie gesagt, die Entwickler versprechen immer so viel und nachher kommt doch was anderes bei raus. Natürlich gibt es da jede Menge Änderungen bei LS17, ist klar. Aber letztendlich, ob es auch so sein wird, ich lasse mich mal überraschen. Boah, ich bleibe ja hier schon wieder rum, ne? Also gerade Bahn kriege ich hier nicht hin, ne? Habe ich was stehen lassen? Nö, noch nicht. Warte. Na. So, sind wir gleich voll. 83% gleich. Nichts. Hier drin sehe ich nichts, muss ich Außenansicht machen. So, ist nicht mehr viel. Nur ungefähr 2-3 Bahnen nochmal lang und dann haben wir das Feld fertig und dann haue ich direkt, glaube ich, wieder Raps rauf. Raps bringt am meisten Geld und ich brauche Geld. So, gleich sind wir auch voll. Drei Prozent noch. Jetzt können wir das Rohr wieder ausfahren. Und einmal aussteigen und zum Schlepper. Da hinten ist der Schlepper. Hatte ich dann eigentlich schon... ich glaube, ich habe den noch nicht entleert, den Hänger da. Ich glaube, da ist noch Raps drin. Jo.
Oh, 75%, okay, ja. Machen wir den mal komplett voll und dann ab zum Silo damit. So. Ich hatte auch mal vor ein paar Videos gefragt, was das hier ist. Nochmal, die Silos, ne? Das sind ja Fahrsilos, ne? Ich glaube, das nennt sich hier durch. Nee, Durchfahrsilos? Nee, ich glaube einfach nur Fahrsilos. Ich könnte es auch jetzt hier auskippen, ne? Aber. Wir brauchen noch keine Silage. Also, so viel Viehzeug haben wir noch, nämlich noch gar nicht. Habe ich hier die Klappe aufgelassen? Oh Gott, wenn es jetzt geregnet hätte, wäre das ganze Wasser da rein. Nee, nicht abkuppeln, abkippen. Abkippen, ja, auskippen. Oh, verkehrte Seite, ne? Ah, passt noch gerade eben. Alles gut. So. So, Horst ist auch, glaube ich, da. Ich glaube, Horst war am Angeln hier heute. Ah, oh, da vorne sitzt er auch schon. So, wo ist denn der Horst? Was ist Horst? Hat er schon was gefangen oder was? Nö? Okay. Oh. Na, ich gehe mal weiterarbeiten. Ne, Horst hat Pause heute, hat Urlaub. Also, und wollte hier ein bisschen am Teich ein bisschen angeln. Schöne Karpfen drin und. Oh ja, aber weiterhin Petri Hall, Horst. So, aber nächste Woche muss er wieder mit anpacken, weil brauche ich schon Hilfe wieder. Könnte er zum Beispiel ein bisschen abfahren. Hier müsste nicht beides machen. Ach ja, der Hänger füllt sich wieder schön. Da geht ja ungefähr mal so 75% rein, wenn der Drescher voll ist. Wunderbar, weiter geht's hier mit dem Dreschen. So, dass ich nicht immer ganz so ruhig bin, könnt ihr mal gerne mal ein paar Themenvorschläge machen, die ich mal in Anspruch nehme, sozusagen. Aber bitte keine Politik. Keine Politik. Ich glaube, ich werde mir auch mal ein paar Themen überlegen. Aber Politik? Nein. Von dem Politikmist, ja, sozusagen, ja, da lesen wir doch jeden Tag in den Nachrichten und hören und sehen und ja. Das muss ich hier jetzt auch nicht nochmal erwähnen und ja, abgehakt, Thema Politik, brumme nicht. So, man könnte. Ich habe ein Thema, aber ich glaube, das gehe ich dir nichts an, in der nächsten Folge vielleicht. Ja, ihr könnt mir trotzdem noch ein paar Themenvorschläge geben oder machen. Zu Konkurrenzspielen von LS17.
Da gibt es ja so zwei, drei, ne? Ich glaube zwei. Doch, zwei auf jeden Fall. Da könnte man vielleicht im nächsten Teil mal drüber schreden, drüber schnacken. Ob das vielleicht wirklich eine Konkurrenz ist zur LS17 nachher. Aber da werde ich in den nächsten Teil mal ein bisschen näher drauf eingehen. Weil ich komme nämlich langsam zum Ende. Wir haben nämlich das zeitliche Limit in dieser Folge schon erreicht. Eigentlich waren nur 10 Minuten geplant, aber ich habe es glaube ich ein bisschen länger aufgenommen. Ich glaube, wir sind knapp bei 20 Minuten oder so. 18 Minuten müssen das glaube ich sein jetzt. Ich kann das Feld eigentlich noch fertig dreschen, ne? Nur zwei Bahnen. Ja, aber für ein Thema jetzt würde die Zeit nicht mehr reichen. Aber ich bin mal gespannt, vielleicht macht ihr mir ein paar nette, gute Themenvorschläge. Ist egal was, Tiere, allgemein LS17. Oder wie ich eben angesprochen hatte, wegen Konkurrenz zu LS17. Oder weiß der Geier, keine Ahnung. Mach mir ein paar Vorschläge, ich überlege mal was. So, aber wenn ich demnächst... Ich hoffe, ich kriege echt mal bald ein Rapsangebot und dann kann ich Raps verkaufen. Oder ist ja schon ein bisschen eingelagert im Silo. Dass wir mal Tiere kaufen, ne? Schafe, Kühe. Oh, links, ihr seht's nicht, ne? Ihr seht's nicht. Ich habe da nichts stehen gelassen, ne? Nein, hat überhaupt nicht Askamon. Nein, du hast gar nichts stehen gelassen. Ja, und ein paar Hühner kaufen, ne? Hühner. Der Hahn, der hüpft ja schon über den Hof und er braucht ja ein paar Weibers noch, ne? Ein paar Damen. Dass der noch ein bisschen hier Frauengesellschaft hat. Ja, könnte man dem vielleicht schon mal ein paar Hühner kaufen. Die kosten ja nicht die Welt. So, kriege ich die letzte Reihe komplett mit? Müsste eigentlich. Sollte eigentlich auch noch alles reingehen in den Drescher. Ja, geht noch rein. Krammer knapper die 54%. Ich bin gerade mal überlegen, ob ich vielleicht doch... Oh, ich hab's aber heute mit dem Raps hier. Kratzt aber richtig im Hals heute. Ja, Rasen. Wir brauchen auch Rasen. Also Gras, ne? Ich glaube, wir verstehen gelassen. Aber ich meine, hatten wir nicht ein Feld mit Grasen? Ah, Mist. Was mache ich denn hier? Ich habe gerade was stehen lassen, ne? Jetzt zum Ende hin ist es nämlich ein bisschen breiter geworden. Ich glaube, ich muss nochmal zurückfahren gleich. Hab ich doch nicht mal alles mitgekriegt. Einiges noch. Ja, ein Feld mit der Rasenfläche? Das gehört mir doch auch noch, ne? Mindestens zwei Felder hatte ich doch, oder nicht? Muss ich nochmal gucken, da muss ich nochmal mit dem Makler schnacken. So, fertig. So, Mensch, sind wir doch schon bei der 20-Minuten-Folge angelangt hier. So, will ich den Rest mal abladen, ne?
Jo, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge, mit der LS15-Folge. Mal gucken, was ich die nächste Folge mache für euch. Diese Folge, also beziehungsweise die letzte Folge davor war ja auch schon ein bisschen her jetzt. War zeitlich, hatte ich einfach keine Zeit und ja, aber ich versuche mal mein Bestes und ich sag mal bis zur nächsten Folge von LS15 und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch Feedback da, einen Kommentar, lasst mir ein Abo da, Daumen nach oben, würde mich sehr drüber freuen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.